Müssen wir mal schauen. Oh Gott, ich habe jetzt voll Schiss, dass er seinen Speed verliert. Dass wir das jetzt die Booster-Banane voll verschwendet haben, weil wir ihn nicht am Ende das gegeben haben. Das wäre doof. Das wäre reichlich doof. Wir sind mal gespannt. Ich hätte noch vorher, naja, SP auffüllen sollen. Wird schon. Gut, bin sehr stolz. War gar nicht mal so schlecht, die Attacke. Ging nur ein bisschen daneben, nur ein bisschen. Nicht viel. Nur ein bisschen. Aha, mit Karate. Full Revival Spray, ja, das braucht man immer. Immer braucht man das. Sehr schön. Fast 99. Dein Speed sieht sehr schlecht aus. Kriegt man vielleicht noch hin. Ich habe Angst, dass ich das Speed-Ding jetzt echt verschwendet habe. Ich gebe es zu, ich habe Angst, dass ich es verschwendet habe. Okay, was ist, wenn wir dich jetzt digitieren lassen zu Hackmon? Gehst du denn Level 99? Noch nicht ganz. Dann nehmen wir dich noch einmal mit. Welches Level kannst du jetzt werden? Ja, dann nehmen wir dich noch ein Level mit. Damit du auch wirklich Level 99 wirst. Und Meteormon? Ah, Mann, hoffentlich schaffen wir das mit Jessmon. 130 Speed. Und du bist bei 116 Speed. Ist nicht sehr viel. Könnte aber auch noch klappen. Schauen wir mal. Warte, bevor wir da jetzt zurückgehen. Bevor wir da jetzt zurückgehen, machen wir jetzt nochmal das. Oh, Gott sei Dank geht das echt alles mit diesen ganzen Tactical-USBs schnell. Und ich habe so Schiss davor, dass das Ende jetzt langsam kommt. Es würde mich echt... Ich habe gar keine Lust auf Ende. Ich will das hier ewig spielen. Gibt es keinen Endlos-Mode hier? Immer wieder neue Stories, die nachgepatcht werden oder so? Alles Wunschdenken. Wäre aber cool. Aber Wunschdenken. Wäre aber cool. Wäre cooles Wunschdenken. Oh, ich hoffe echt, die bringen einfach nochmal wieder so ein Spiel raus. Oh Gott, das wäre so schön. Das wäre wirklich sehr schön. Das hätte auf jeden Fall Stil, wenn sie nochmal sowas rausbringen. Genau in diesem Style mit diesen Kämpfen und alles und... Oh, das wäre super. Naja, wer weiß, ob da irgendwas in Planung ist. Und wenn da was in Planung ist, wer weiß, ob es nach Europa kommt. Aber eigentlich müsste das doch sehr erfolgreich gewesen sein. Würde mich wundern, wenn das nicht sehr erfolgreich ist. Oh, Brave Point A. Hackmon, Koromon hat... Nee, Koromon hat gar nicht Max-Level erreicht. Was sag ich denn? Ich lüge, es tut mir leid, ich lüge. Brave Point A. Brave Point A auf Meteormon. Das schafft er. 130 schafft er. Da glaube ich jetzt fest dran. Tja. Wäre auf jeden Fall echt schön, wenn es weitergehen würde. Wenn nochmal wieder sowas rauskommt, aber ich will auch nicht echt nicht wieder 10 Jahre warten oder wie lange das letzte... Warte. Es ist, glaube ich, fast 10 Jahre her, oder? Wo es das letzte Mal rauskam, ist es, glaube ich, wirklich sehr lange her. Wird ganz schön knapp mit seinen 130. Braucht noch 6. Und geht nur noch 12 Level ab. Gut, Koromon. Digitier mal bitte. Zu Hackenmon hier. Level 90 kann er jetzt werden. Okay, versuchen wir es. Versuchen wir es. Versuchen wir es. Hoffen wir das Beste. Oh Mann, da. Wir haben keine Booster-Bananen mehr, falls es nicht klappt. Na gut, dann müssen wir halt Speed-Dinger aufstellen und dann muss er so das Speed bekommen in der Farm. Dann ist das so, dann ist das so. Ich will nicht gegen die kämpfen, die sind scheiße, die dauern viel zu lange. Die dauern viel zu lange hier. So. Und so. Ja, ich glaube 10 Jahre ist das Spiel hier in etwa her. Also wo dann die neue, zumindest wo es nach Europa kam. Es gibt ja glaube ich noch sehr viele japanische Spiele. Aber die
naja, sind halt nur in Japan zugänglich und man müsste diesen aus Japan bestellen. Und dann gibt es die auch natürlich nur in Japanisch, weil die ja nur in Japan zu geben sind. Vorhanden sind. Zu geben hört sich ziemlich doof an. Ah, das schafft er. Sehr schön. Da haben wir dann schon mal gleich einen Dianamon. Das ist erfreulich. Ja, ist erfreulich. Ich weiß nicht, wie gut Dianamon ist, aber haben. Haben, haben, haben. Gut, dass wir schon so ein Ding hatten, das wir aufgebaut hatten. Muss ich mal sagen. Freue ich mich doch ein bisschen drüber. So, alle umhauen. Also alle haust du jetzt nicht um, aber... Naja. Damage. Mach erstmal den da fertig. Der hat noch so viel Leben. Boah, der lebt noch. Und das mit seinem ganzen Leben. Dann mach den da fertig. Ah, du Pfeife. Du bist eine Pfeife. Es tut mir leid, du bist eine Pfeife. Blödes Platinunemon. Und ich denke mal, wenn dann irgendwann mal wieder die Zeit ist, wenn das Spiel zu Ende ist, wenn dann mal Zeit ist, ich habe ja schon alles vorbereitet dafür, dass wir dann wirklich Digimon World 2003 anfangen. Weil das ist nämlich genauso geil wie das hier. Wobei das hier hat jetzt echt gerade mein Lieblings-Digimon geworden, weil das ist echt, das ist cool hier, das Spiel. Es ist so geil hergestellt. Das klingt schon voll nach Verabschiedung, ich will das nicht. Ich will mich nicht verabschieden. Gute Nacht, Mond. Gute Nacht, Sonne. Wir machen jetzt das weiter. Wir gehen jetzt nicht zurück. Wobei, dann könnten wir Dianamon schon ein bisschen leveln. Aber wollen wir die überhaupt leveln? Wollen wir die überhaupt dabei haben? Ist Dianamon gut? Ich weiß das gar nicht. Und warum tauchen immer nur diese Dinger hier auf? Das ist unschön. Ich will Piedmon, Puppetmon und Machinedramon. Und das die ganze Zeit. Jetzt sind die nämlich mit einem Schuss weg und wir haben gewonnen. Und müssen nicht hier alles durchgehen. Oder wenigstens, dass die AOEen können hier oder so. Ich weiß es nicht. Was können sie ja auch nicht. Die haben ja leider kein AOE drinne. Die haben ja nur das drinne, was sie hier haben. Hätte man vielleicht nochmal so hin und her digitieren lassen sollen, dass sie AOE drinne haben. Wäre auch cool. Wir haben bald kein SP mehr. Für den hier. Aber solange lassen wir Heckmon noch ein bisschen hin und her leveln, wa? Da freut er sich doch bestimmt. Was muss er erreichen? 130, ne? Der hat es auf jeden Fall geschafft. Könnte was werden. 11 Punkte noch. Könnte was werden. Könnte was werden. So, einmal können wir noch. Dann müssen wir SP auffüllen. Muss mich lange beeilen. Die Folge geht hier bald zu Ende. Oh, schön. Das ist mir am genehmsten. Können wir, glaube ich, da würde, glaube ich, auch Shining Laser lang, oder? Ah, nicht ganz. Aber jetzt tot. Hat nicht ganz gereicht. Aber dann können wir nämlich nochmal machen. Ding, ding. Sehr schön. Noch 5. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir sehr gut hin. Bin ich der Meinung. Ach ja. Naja, wer weiß, wie lange wir noch an der Great Challenge 8 arbeiten, wie lange wir an Mother Eater arbeiten. Das sollen ja jetzt noch sehr harte Gegner kommen. Zumindest soll Mother Eater ja sehr hart sein. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich bin kein großer Fan von Eatern, das weiß man ja, aber da bin ich trotzdem sehr, 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 sehr gespannt drauf. Wirklich sehr gespannt. Ich erwarte da Qualen für mich. Zwar nicht so schlimm wie bei Lusmon. Ich glaube, es kann einfach nicht schlimmer werden als bei Lusmon. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es schlimmer wird. Weil das war wirklich, die schlimmste Erfahrung, die ich je gemacht habe. Die ich je machen musste. Ah, knapp. Hast du es? Ja, hast es. Geil. Hast du auch alles andere? Ich hoffe. Kutsuhamon. Na. Klingt nach einer Erkältung. Kutsuhamon. Der war so schlecht. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass der so schlecht war. Einmal kurz Heilung. Heilung. So, dann können wir uns jetzt noch einen Jessmon.
Sehr schön. Den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Aber warum Rookie gleich zu Mega? Warum ist da keine Ultra-Digitation zwischen? Oder Champion? Aber ich will mich nicht beschweren. Freue ich mich drüber. Schön. So, das hier soll nämlich so toll sein. Null fits damage reset until next turn. Counter any physical or magical attack. Increase speed and evidence by 25%, wenn HP drops below 25%. Hm, ist eigentlich nicht schlecht. 5 physische Attacken, 30 Damage auf ein. Ja, 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 bin ich mal gespannt drauf. Und Dianamon. Dianamon, komm mal hierher. Top Notch Breeder. Schön. Oder so. Yeah, Dianamon. Sehr schön. Good Night Moon. Magical Attack. Ah, kann einschläfern. Schön. Haben wir die beiden auch. Schön. Wirklich schön. Und damit kehren wir wieder zurück. Ich mache das Ganze nachher. Also, ich gehe jetzt zurück zu der Agency. Weiß, muss ich nicht. Warte mal, doch. Warte, es gibt... hier, ich muss doch mit Alphamon reden. Für Agency zurück und so. Wobei ich ja voll Bock habe, weiterzumachen, ne? Aber ich muss jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Ich will das alles zusammengeschlossen haben. Warum ist Galatmon eigentlich da hinten? Wurde Galatmon nicht verschluckt? I will take you back to the office if you're ready. Shall we return to make preparation? Shall we return to make preparation? Ja. Let's return to the Data Chief Agency. Sehr schön. Und du bringst mich wieder zurück. Ja, cool. Also hin und zurück. Sehr schön, gut. Dass das auch funktioniert, freue ich mich drüber. Hier haben wir alles abgearbeitet, bis auf diese Property-Dinger. Aber komm, das braucht auch keiner. Tja, in der nächsten Aufnahme werden wir uns wohl dem Ende nähern und dem Ende widmen. Ich bin sehr gespannt drauf, wie das ablaufen wird, ob das überhaupt in der nächsten Aufnahme klappt. Ich weiß ja nicht, wie lang das noch gestreckt wird. Also es kann ja auch sein, dass wir jetzt noch 20, 30, 80 Stunden noch dabei sind, bis nach Masaida zu gelangen. Oder ob wir reingehen und kurze Zwischensequenz und dann müssen wir schon gegen Masaida kämpfen. Ich glaube, eher so wird das sein und nicht, dass wir noch durch die ganze Digi-Welt und, naja, treffen die ganzen altbekannten Orte von den ersten Staffeln wieder und sowas und, ach ja, nee, das wird leider nicht kommen. Vermute ich mal ganz stark. Auf jeden Fall stehe ich da hinten in der Ecke und gucke mir den Globus an, gehöre aber hierhin eigentlich. Ja, ich verabschiede mich jetzt für diese Aufnahme erstmal von euch. Ich muss mal sehen, ob das auch das Ende der Folge ist. Laut der Zeit ist es das Ende der Folge, aber ich weiß ja nicht, wie ich das schneide mit Lusmon und sowas. Wir werden sehr gespannt drauf sein, wie es weitergeht und ich bin wirklich sehr gespannt drauf, wie das Ende sein wird. Es wird garantiert ein Happy End werden. Oder ein total offenes Ende und wir werden noch einen zweiten Teil nächstes Jahr erfahren. Oh, das wäre geil. Oh, das wäre Hammer. Aber das, ja, weiß ich nicht. Na gut, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr jetzt dabei wart und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, denn hier wieder zurück in der digitalen Digimon-Welt mit lauter geilen Digimons, die wir ja alle haben und wir haben einfach alle besiegt, einfach so in den Boden gestampft, weil wir so mega stark sind. Das muss ich jetzt mal sagen, wir sind einfach super. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin auf Wiedersehen und tüdelü, ciao. Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei Digimon Stories. Ja, in der letzten Aufnahme haben wir uns ja eine Dianamon und ein Jessmon gemacht. Wir erinnern uns, wir haben alle große, naja, alle Deadly Digimon besiegt. Wir haben bis jetzt alle Great Challenges. Wir haben den Jimmykin, naja, getroffen mal wieder. Wir haben einfach alles von unserem Whiteboard abgearbeitet. Ja. Was heißt das? Das heißt jetzt leider, dass es sich wohl jetzt wirklich dem Ende nähert und wir jetzt in die Digi-Welt gehen und sehen, was mit Mother Eater ist. Return to the top of the Metropolitan Building? Yes. Ready to go? Time to see this journey through to the end. Ja, ich bin noch nicht so begeistert. Aber wer weiß, vielleicht geht es ja noch mindestens 50 Stunden. Mit wem sollen wir hier eigentlich reden? Ich rede mal mit Omnimon. Alphamon is right.
I've grown very fond of your world. I don't want to leave with any regrets. Once you are ready, just let me know. I will be waiting here. Wir sind bereit. Okay. Suedo has his own goals and I am creating he's using us to achieve them. Still, at the same time, we are using Suedo to rescue my brother. To create a new world, that is his objective. To erase all sadness from all worlds. Everything he's done has been to achieve that. Everything he will go on to do as well. But that's not really possible, is it? Bleh. Ich habe wieder nichts zu sagen. Whatever his aims, he doesn't change ours. He may desert the creation of the new world. But we are going to stop the destruction of the old one. Good, now then, let us do what must be done. Und ab geht es in die Digi-Welt. Dass wir das tatsächlich hier noch machen, finde ich ehrlich gesagt echt cool. Da muss ich erstmal speichern. So cool ist das, dass ich speichern muss. Was haben wir erreicht in der Zeit? Nichts ist immer so ein hartes Wort, aber wir haben eigentlich ein Gespräch erreicht.